heutigen Tag beantworten wir die Frage, welches Auto ist stärker als Thors Hammer Mjölnir? Und damit moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BeamNG. Wir gucken direkt am Anfang, ob unser Oldschool Pickup Truck es schaffen kann. Und vor allen Dingen werden wir auch so ein bisschen gucken, welches Auto trotzdem am weitesten fliegt. Komm schon, Junge! Ja, da hat Thors Hammer gewonnen. Okay, wir brauchen vielleicht irgendwas mit mehr Geschwindigkeit. Oh ja, der sieht auf jeden Fall schnell aus. Jawohl, komm. 200 km/h. 300. Na komm, mach die 300. Let's go, über 300. Was? Okay, wir brauchen mehr Masse. Geschwindigkeit bringt's nicht, also mehr Masse. Wir könnten natürlich Manuels Mutter jetzt hier drauf schicken. Aber das wäre gemein. So, Timmy und der Bus. Erstmal standardmäßig. Ah, jetzt habe ich neu Spawn gedrückt, ich Trottel. Jetzt kommt der da links neben. Busfahrer Palut, warum bist du manchmal so ein Trottel? Timmy, ha, schön, dass du auch da bist. Und vor allen Dingen schön, dass du mich direkt am Anfang beleidigt hast. Ich habe dich doch nur ein Trottel genannt. Ja, aber das ist doch nicht nett, Timmy. Man kann doch nicht einfach mich Trottel nennen. Doch. Ja, gut, Timmy. Komm mal hier nach vorne, nach ganz vorne. Warte. 3, 2, komm, Junge. Oh, das ist der erste. Okay, das war der erste Sprung. Ich glaube, es waren 70. Also wir werden das hier oben. Oben wird wieder die oben rechts angezeigt, wie weit wir geflogen sind. Ist Timmy eigentlich noch da? Timmy? Timmy, lebst du noch? Meine Beine. Ja, hast du verdient. Okay, ich brauche was richtig. Ich mach mal just for fun, nehme ich mal den Formel 1 Wagen. Oh, ich freue mich auch schon wieder so übertriebenst auf die neue Formel 1 Saison. Also, ich glaube, wir wissen alle, dass das nichts wird, oder? Aber ist mir egal. Vielleicht ist das der Trick. Man muss einfach nur dran glauben. Ich hab dran geglaubt. Habt ihr dran geglaubt? Dann lasst super gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr neu seid. LKW. Okay, warte mal. Der wiegt 25.000 Kilogramm. Gibst du was mehr als... Nee, okay, dann nehme ich das hier. 25.800 Kilogramm. Wiegt ungefähr so viel wie Manuels Mutter. Sag mal, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit Manuels Mutter zu beleidigen? Er ist zu mir leid. Irgendwas ist mit der Textur auch nicht richtig. Ist aber egal. Komm, Junge, zieh durch. Jawohl. Guck dir das an. 100 km/h. 150. Das ist es. Das ist es. 25 Tonnen. Komm schon! Mann! Ich habe nicht mal genau gesehen, wie weit wir geflogen sind, aber unser... Aua! Ja, tut mir leid, Timmy, was stehst du denn da auch rum? Ja, ich bin eingequetscht. Ach, Timmy, Mann. Und was soll ich jetzt machen, Timmy? Mir helfen. Nee, du hast mich heute beleidigt. Ich werde dir überhaupt nicht helfen. Ich hasse dich, Paluten. Was habe ich... Ganz ehrlich, das mit Timmy, das nimmt hier ein bisschen Überhand. Der Junge, der nervt. Okay, wir brauchen... Vielleicht brauchen wir einfach Geschwindigkeit. Ich habe noch nicht aufgegeben, mit der, die Geschwindigkeit bringt's jetzt. 500 km/h. Vielleicht brauche ich den Hulk oder so. Wer von den Marvel-Helden... Okay, das Spiel rastet wieder ein bisschen aus. Konnte nochmal den Helm heben. Helm? Hammer. Ja, ich weiß, ich sollte Force Feedback einfach ausmachen, dann ist das nicht so problematisch. Komm. Jawohl. Ja! Ich weiß was. Ja, jetzt hör auf. Gib mir nicht auf den Keks. Ich habe eine richtig gute Idee. Und zwar ein Zug. Der Zug könnte der Weg sein. Ich glaube an dich, Zug. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich die steuern kann. Ja, das sieht gut aus. Wir sind auf Kurs. Der Zug, er fährt. Jawohl. Jawohl. Direkt auf Mjölnir zu. Und. Haben wir's? Ich glaube, wir haben's. Oh, da ist der Dieselmotor, ist er, glaube ich, kurz weggefetzt. Ist Mjölnir? Ja! Let's go! Man brauchte nur einen Zug. Als ob. Der ist wirklich von da oben runter gefallen. Ich habe gerade gesprungen. Weil das... Ich drück mal kurz R, dann geht das wieder zum Respawn-Punkt. Da. Hier oben ist er normalerweise. Das bedeutet, der Zug hat es geschafft. Das ist phänomenal. Ich muss zugeben, ich hatte wirklich Angst, dass der Zug... Nee, Zug, stopp! Dass
dieser Hammer so programmiert ist, dass nichts ihn wegfetzen kann. Wir wollen jetzt aber, wir nehmen jetzt nochmal ein Flugzeug, Alter. Die Schwalbe. Aktuelles ersetzen. So, warte mal. Ah, warte, wie ging das nochmal mit der Schwalbe? Ah ja, ja, ich hab's. Schwalbe, komm. Na, das Problem ist... Ja, okay, alles klar. Ja, jetzt fliege ich hier. Warte, ich mach Sturzflug auf Mjölnir. Warum eiert denn mein Flugzeug so? Sag mal, der braucht ja 3 Jahrzehnte, um einmal zu drehen. Nein! Alles gut, ich bin wieder auf Kurs. Nein. Okay, alles gut. Nee, es ist nicht alles gut. Es ist überhaupt nicht alles gut. Ich kann nicht zielen. Ja, doch, jetzt. Da unten ist er. Nein, ich schaff's nicht. Okay, kein Problem. Kurze Warte. So, das wird jetzt einge... Ja, sehr gut. Nicht explodieren. Du musst weiter beschleunigen. Nee, das habe ich zu früh... Ja, okay. Warte. Ich weiß jetzt. Ich hab's jetzt raus. Warte, beschleunigen. Und ganz am Ende, weil wir müssen ihn ja treffen. Wir sind aktuell noch zu hoch. Jetzt einfahren. Als ob. Junge, was ist das? Wird das? Na, zieh hoch. Kurzer Treffer. Oh, wir haben einen Triebwerk. Ich wiederhole, wir haben einen Triebwerk. Verloren. Gut, vielleicht funktioniert das mit diesem Flugzeug nicht ganz. Warte, letzter Try. Ich will es eigentlich nicht aufgeben. In der letzten Sekunde muss ich B drücken. Ey, soll ich mal eins? Ich habe doch auch Bomben an Bord. Ich nehme mal gleich so ein Bombenflugzeug. So, warte, jetzt. Ja! Haben wir ihn getroffen? Liegt da unten? Oha. Er ist umgefallen. Also auch das Flugzeug, die Bahn, das ist krass, weil man muss überlegen. Warte mal, ich stelle ihn mal wieder auf. Du kommst, warte. Kommst auch zurück. Flugzeug und Zug haben es geschafft, ihn zu bewegen. Aber noch kein Auto. Nichts, was fahren kann. Vielleicht der Lamborghini als Ultra-Race-Version. Das könnte ich mir vorstellen. So, komm, Junge. Gib direkt Gas. Du musst ihn nur ein... Ich weiß, was ich gleich mache. Raketenantrieb. Komm! Junge, kein Millimeter. Kein freaking Millimeter. Aber Fahrzeugkonfiguration. Wir ballern jetzt die Raketen dran. Das könnte helfen. So, direkt dran. Direkt dran. 405! Ja, was ist hier passiert? Er bleibt immer noch stehen. Wir brauchen was Dickeres. Was Dickeres mit Raketenantrieb. Vielleicht der Bus. Der Bus mit Rakete. Der hat die Masse und dann auch die Geschwindigkeit. Kann ich dem nochmal welche dran setzen? Geht das doppelt? Hat er jetzt 2? Der hat, glaube ich, auch noch vorne welche. Kann das sein? Oh, nein! Als ob, der hat mir die ganze Seite aufgerissen. Seht ihr das? Jawohl, guck mal, der hat wirklich doppelte. Der hat hier unten noch welche? So, ich muss nur einmal vernünftig... Okay, da ist einer schon weggefetzt. Ich spawn ihn nochmal neu. Damit er vielleicht diesmal... Okay, diesmal klappt's. Aber er bringt mich... Ja, das ist das Problem. Ich komm nicht... Ich muss gerade... Bam! Alter. Da unten die ganzen Reifen sind weg. Aber die 1000-Euro-Frage ist jetzt, hat das erste Auto... Okay, Bus ist auch ein Auto, hat 4 Reifen, ihr wisst Bescheid. Komm schon, bitte. Ja! Er hat sich bewegt, weil er ist normalerweise wieder anders. Normalerweise ist er so, gerade. Das bedeutet, der Bus hat ihn auch bewegt. Perfekt. Ich glaube, besser wird's heute nicht. In diesem Sinne, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von BeamNG. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Hier sind noch weitere Videos, genauso wie der Team Paluten-Kanal. Und schaut doch gerne auf paluten.shop. Da gibt's Mini-Paluten, inklusive einer von mir persönlich unterschriebenen Autogrammkarte und viel mehr. Und jetzt habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.